Nur schnell schauen, ob alle dort hinten noch ganz wach sind. Mach schnell. Ziegenzauber, Ziegenzauber! Ja, ist alles gut, ist alles gut. Kann ich schnell die Stuhl haben? Wir haben ein Problem, ich bin vor dort hinten wie lange gestanden. Man sieht nicht wirklich viel. Ich glaube, sie möchten Digga Days sehen dort hinten. Komm, ich steige erst schnell auf den Stuhl. Das ist der Schwingerkönig! Ich glaube, ich darf das hier sagen, ich hätte es nie gedacht, dass ich in meinem Leben als Brienzer wegen meinem Hassler noch Brieken vor dem Fernsehen. Aber ich habe gestern am Nachmittag wirklich zum Erstaunen von meiner Partnerin, die aus Zürich kommt und das Ganze sowieso nicht ganz checkt, wie man da so emotional dabei sein kann, zu buhlen wie ein Schlosshund. Ich verneige mich von dir, Mettl, grossartig! Ich habe gebeten, dass ich mit dir ein kleines Medientraining machen würde. Ich habe das jetzt so gemacht, dass wir alle gescheitere Medien ist ja für dich kein Problem. Wir machen mit ihm ein Boulevard-Medientraining. Also das musst du bewusst sein. Ab jetzt Glanz und Gloria, Schweizer Illustrierte und Blick. Wir haben es am Nachmittag schon lesen. Ey, in jeder Stunde eine neue Meldung von dir. Jetzt müssen wir schauen, dass du das in den Griff bekommst. Ist gut? Bist du bereit? Das ist gut. Also, was ich zum Beispiel das Wochenende gelernt habe, mit 31 gehört man zur alten Generation. Ich bin auch Mitte 30. Aber was ich auch gelernt habe, ist, dass die jungen Wilden die alten Knechte gleich nicht von Kugeln reden. Es ist klar, alle warten jetzt auf die neue Schweizer Illustrierten. Du, Blut, ihr Badwanne mit einem Küppli. Aber für das nicht passiert, die wir jetzt schnell schauen, dass wir das besser in den Griff haben. Wir fangen mit etwas relativ leichtem an. Wir machen es so, es wäre jetzt Glanz und Gloria. Ich wäre jetzt Nico Berchtold. Ist gut. Einfach so. Ja, es ist schwierig vorzustellen. Ich weiß es. Aber wir müssen es gleich machen. Also wir fangen eins mit etwas Lichtem an und sagen so, wer kocht bei euch daheim? Schon vorwiegend Claudia. Und meine Kochkünste sind eigentlich die im Grill. Gut, das hat jetzt schon leichte Macho-Tendenz. Also du musst schon ein bisschen aufpassen. Wenn du aber du kochst, was kochst du? Steak und Bratwurst. Hallo! Das sind ja die einfachen, das sind die einfachen Fragen. Jetzt ist es klar, jeder Journalist wollte jetzt natürlich wissen, wenn wir jetzt in die schwierigeren gehen, was hast jetzt du gestern verdient? Oder? Und dann kannst du natürlich nicht so drin schauen. Ein richtiger Journalist lässt natürlich auch nicht schauen. Dann sagt er, ja, du schaffst ja bei der Meiring-Hasiwerkbahn, oder? Dann will er ein bisschen anfangen und sagt, wie viel kostet jetzt das, wenn ein News-Kontrolli? Eins, News-Kontrolli. So ungefähr. Kannst du schon Hans-Peter sein? Also ich bin mehr für das Personal zuständig und weniger für die Kontrolli. Das wäre eine gute Antwort, aber wenn wir jetzt so schätzen, so 5'000 Steine für eine Gumpe. Mehr? 15'000. Also, dann würdest du das als Antwort geben und dann macht der ganz raffinierte Journalist sagt, wie viele Gondeln gäbe es jetzt für den Uni gestern? Es ist wie... Wir machen jeweils Januar, Februar Wegkast zu Macklingen. Und dann haben wir so, es gibt so zwei Eidgenossen aus dem Argo, die fragen, gehen die Leute aus, also die Schwinger da oben. Dann waren wir im Whirlpool, Cembil. Dann hat er uns so gefragt, wie viel verdienen wir eigentlich hier mit den Sponsoren?
haben wir gesagt, ja, über Geld redet man nicht. Und dann hat er ein bisschen überlegt, ja, wie viel geben ihr dem Verband ab? Und das wären die 10%. Also das ist ungefähr die Gleiche. Es ist eben wichtig, dass man die Finesse alle lernt. Gut, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Freundin ist dort, man hat heute lesen können. Du hast sie an einem Schwimmfest getroffen, gell? Als Ehrendame. Die Frage hat natürlich aufgekommen, machst du das bei jedem Schwimmfest so? Das eventuell. Aber also wenn ich jetzt sie hätte, würde ich auch nicht. Die Frage nehmen wir gerade aus. Was mich, und das wär so ein die Abschlussfrage, was mich persönlich auch unternimmt, und wenn ich jetzt Nico Berchtold wäre, würde ich das fragen, du bist es ja gewohnt, wenn du Leistungen bringst, bekommst du nachher eine Note, und dann sind wir eben bei den heissen Themen von Glanz und Gloria. Wie ist das bei echt daheim, wenn ihr fertig seid? Gibt es in der DEOS-Szene? Ja, das ist wie beim Schwingen auch. Viertel, gibt ein Viertel Abzug und Kopf stellen. Oh, das ist ja. Ich muss sagen, wenn es einen gecheckt hat, das Medientraining, dann sicher er. Man hat gesagt, kannst du mit ihm noch etwas singen? Wir haben gesagt, wir haben das durch nicht an. Du musst nicht Angst haben. Aber wir lernen Sila singen, wir haben viele Schwinger aus dem Oberland und darum, die dir alle zusammen, für unsere Schwinger, ganz schnell, nur ganz schnell, das Vogelisi anstimmen, ist gut. Wer nehmen wir uns vor? Wirklich grössten Respekt, dass es so dir sei, weil du das gemacht hast. In dieser Brut-Hitze, ich war auch zwei Tage unten und habe Konzerte gespielt am Abend, wo die Sonne nicht mehr geschienen hat und habe gleich geschwitzt wie ein Affe. Ich muss sagen, ich habe den grössten Respekt vor euch allen, alle Schwinger, die da sind. Herzliche Gratulation. Und ich möchte einfach sagen, Metal hat für sich der Ernesto Valier den Königstitel geholt. Er hat aber für unsere Region ein riesiges Geschenk gebracht. Und wir sind heute nicht nur Erdenkönig, sondern wir leben alle in einem Königreich. Dankeschön!